an die Arbeit muss. Nein, ich will nicht arbeiten, ich will spielen. Lass mich in Ruhe. Das muss jetzt gehen. Wir haben zumindest heute keine Planungsarbeiten oder irgendwas. Nee, gut. Nein, alles gut. War mal sicherlich kurz. So. Hier das weg. Das weg. Weg. So. Immer Essen. Einfach überall Essen. Reingucken. Essen nehmen wir gleich nochmal mit. Dann klicken wir einfach mal alles durch. Genau. Cool wäre auch so ein Automatisierungsschrank. Achso, der ist danach alles aufteilt. Genau, du schmeißt da alles so rein und auf einmal plupp, alles in die richtige Richtung. Das ist ein Plan. Ist halt die Frage, ist das möglich? Es gibt einen Mod, ich weiß nicht, ob das 20er funktioniert. Stellt sich in der Mitte hin und drückst auf den Knopf. Da wird dann alles automatisch da eingeteilt, wo es hingehört. Cool. Ja, ist halt die Frage, ob man sowas dann auch nutzen möchte. Aber die Idee zumindest dahinter ist nicht schlecht. So. Oh, die das. Kiste ist hier irgendwie jetzt voll. Die erste Klamottenkiste ist voll. Das noch. Welche Kiste ist voll? Die ist voll. Welche? Ja, wahrscheinlich die Klamottenkiste. So, Klamotten 2 habe ich jetzt. Ganze hier Handwinkel entfernen. Ja, oder? Die brauchen wir ja nicht. Alteisenbeinschienen. Braucht man nicht. Ja, ich habe jetzt trotzdem erstmal eine zweite Kiste. Bei Händler habe ich wieder ein paar neue Bücher reingelegt. Ja, guck ich auch nochmal durch. Kannst du jetzt erst durchgucken, Toni? Was suche ich denn jetzt? Ich hab ich da gerade einen. Mützenmod. Was ist denn ein Mützenmod? Was macht der? Dass dein, egal was du trägst, aussieht wie eine Mütze, auch wenn du einen richtigen Helm. Ich trage zwar einen Footballhelm, hab aber eine Basecap an. Ach so, ja gut, das ist. Was ist das dann? Ist das Zubehör? Ein Mützenmod? Nö, den Mods, trotzdem Mods dann. Ja, gut. Dann ist es ein Mod. Nee, noch nicht ganz. So, was habe ich denn hier jetzt? Hier habe ich geförderte Einschienen und hier habe ich Eisen. Das Eisen können wir später nutzen. Schmeiße ich das erstmal hier rein. So, die Tonks. Kommt da mit rein. So, Bücher. Toni, hast du schon durchgeguckt? Ja. Ich mache es mal da, wo praktisch zwei Bücher vorhanden sind. So. Tschüss, Händler. Und Händler. Gedämpfte Verbindungsmod, was ist das denn? Was ist gedämpfte Verbindungsgeräusche? Mache ich weniger Geräusche? Okay. Wo kann ich das anbauen? Wahrscheinlich Schuhe. Verändern? Schuhe. Okay. Sehr schön. Dimension haben wir auf jeden Fall noch, das reicht. Wir haben auch wieder zwei weitere Punkte. Da können wir eigentlich mal wieder auf Stärke gehen. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal auf Stärke. Ja. Und dann können wir später das hier noch freischalten. Und dann irgendwann alles nach und nach freischalten, das ist immer der Plan. Bin ich denn wieder gesund? Einen charismatischen Auftritt. Okay, warum? Das hast du irgendwie die ganze Zeit schon. Ich bin inspiriert. Oh jo. Ich bin natürlich auch inspiriert. Kann es sein, weil... Toni, hast du das auch? Was? Unten links das Zeichen, wo der Typ spricht, sozusagen. Ja.
Das kommt durch meine Dings, die ich geskillt habe. Das kann sein. Und zwar, ich habe nämlich geskillt, charismatischer Auftritt habe ich einmal geskillt. Und dadurch hat, es steht hier, wer sich in deiner Nähe befindet, fühlt sich inspiriert. Verbündete erhalten in deiner Nähe 20 Gesundheit und Ausdauer. Oh. Das habe ich geskillt, damit ihr... ja. Ein Team... So. Ein Team-Buff, und, okay. Genau, und das war das nächste Level davon ist, dass ihr 20% mehr Block- und Nahkampfschaden machen würdet. Und du erhältst davon nichts? Das weiß ich gar nicht. Ich habe das auf jeden Fall einmal gelevelt, weil ich dachte, 20 Gesundheit ist auf jeden Fall sehr wichtig für euch beide dann. Ja, es ist halt interessant, ob das auch für den Teamplay, also für den, der es halt praktisch macht, müsste ich auch gelten, oder? Dadurch, dass ich Level 20 bin und nur 120 Leben habe, nee, für mich zählt's nicht. Du hast 130 Leben, bist du jetzt Level 110, Punky? Eigentlich? Keine Ahnung, was ich denn? Weil da steht, du kriegst ja 20. Ich bin Level 10. Warte. 110. Ja, du bist Level 10, du hast aber 130 Leben, weil du 20 dazu bekommst. Hm. Durch mein Dings. Habt ihr alle angenommen? Ich glaube, ich hatte den schon gedrückt. Ich gucke aber nochmal. Ja, ich hatte gedrückt. Letzte Mal die Tür zu. Mhm, ist. Lass das Licht anschalten hier. So. Und wieder unterwegs. Nö, weil ich fand, das ist sehr wichtig. Dass ihr bei 20% mehr Leben, 20 mehr habt, einfach. Ja, das ist richtig. 20% das ist mehr auf jeden Block- Fall, das ist auf jeden Fall ein guter Skill. Wie gesagt, das ist halt nur schade, wenn es dann nicht für den eigenen auch noch gilt. Ja gut, da muss man es halt wahrscheinlich gegenseitig am besten buffen. Ja, einer von euch muss das noch skillen und dann hab ich es ja auch. Ich frag mich da, wenn jetzt Tonias noch skillt, Frankie, hast du dann 40 Leben mehr? Das ist eine gute Frage, ob das dann so ist. Keine Ahnung. Wo fahrt ihr denn rein? Warte mal, das ist da vorne irgendwo. Ach, das hab ich schon mal gelootet, aber ohne Quest. Einfach, weil ich ein Haus wollte. Wo wollt ihr denn lang fahren, hä? Ich halte am Stoppschild an. So, und hier halte ich mich. Das ist nämlich die Postfiliale. Die hab ich schon gelootet, weil ich einfach looten wollte. Ich weiß immer noch nicht ganz, was Toni da hinten macht. Wahrscheinlich einen Zombie verprügeln. Hier kommen welche. So, den linken haben wir den rechten. Die ganze Horde. Oh, da kommen ja noch mehr. Dann sollte ich vielleicht mal anders vorgehen. Und ein Bär. Was, ein Bär? Wo kommt der Bär? Auf der Straße. Was ist denn der auf der Straße? Ich sehe keinen. Oh, warte, ich muss mein. Es ist ja Nacht, ich muss mein Gamma mal wieder hier hoch machen, sonst. So. Wo ist hier auf der Straße ein Bär? Da müsste ja irgendwie zu dritt drauf gehen. Ich würde mal nicht auf den Bär drauf gehen wollen. Du bist da hinten, ne? Bei dem Auto. Wir sollten gleich mal zu Toni gehen. Ja. Ey, bleib durch. Bleib immer dort. Okay. Punk, ich habe hier Sachen für dich, die hast du bei deinem Zombie nicht abgesammelt. Warte, ich hab sie wieder, warte. Das sind die lagen auf dem Boden, die hast du von deinem Zombie nicht abgesammelt. Ach so, Steinfälle, danke. Bitte. Dein Bolzen. Ach, du schießt auf den Bär. Bum 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 bum. Vor allem so gedämpft, weil Toni so weit weg ist, ey.
Er down, ich hab ihn gesehen. Du kannst doch nicht das Beste uns verpassen lassen. Komm mal. Antoni hat uns erstmal bis Essen nochmal gefahren mit dem Bär. Man hätte fast den Hydranten gerammt. Mann, Mann. Aber das Wasser weggerammt, das ist auf jeden Fall dem Poller. Ja. Schwupps. Fang ich mal hier außen an. Na, Denny. Willst du uns erzählen, was wir machen sollen, oder? Was denn? Also erstmal sollen wir das Gebiet, okay. Ja, ich wollte wissen, die Generatoren. Wie bitte? Und repariert die Generatoren. Und wie machen wir das? Brauchen wir da Werkzeug? Nein. Ah, okay. Weiß ich jetzt nicht, deswegen frage ich. Na, die Zombies sind jetzt irgendwie nicht gekommen, okay. Wahrscheinlich, weil ich das schon mal gelootet hatte. Ah doch, jetzt. Ah, oi, 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 oi. Ey, Joey, was soll das? Alene, lass mich. Er hat mich jetzt geschlagen, aber... Ich vielleicht. Okay. Ui, die ist aber gestolpert ordentlich hier. Die hat sich geduckt, da hat sich mal getroffen. So. Das heißt, ich schmeiß mir mal eine Schmerz hier rein, ha? Warte mal. Kannst, dann kannst du. Wie viel macht eine Schmerztablette? Die macht 40 Gesundheit, ja, dann macht's dann. Dann einmal auf Pille. Du knackst den Safe? Ich muss eh gedrückt halten, ja. Um den Generator zu reparieren. Du bist da hinten, okay. Dann loote ich mal hier. Bisschen Eisen. Oh, da hinten warst du jetzt, okay. Können die Generatoren eigentlich auch wieder beschädigt werden von den Zombies? Keine Ahnung. Okay. So, war's das jetzt schon? Das kann doch noch gar nicht so sein. Nee, das war's noch nicht. Aber ich weiß nicht mehr, wo es hoch. Ich hab doch diese Hütte schon mal gelootet, aber wo ging's denn jetzt höher? Na, hier gibt's auf jeden Fall ein Schloss. Also hier gibt's so ein Ding. Ah, lol. Wie hast du es jetzt aufbekommen? Das habe ich mich auch schon mal versucht, habe es nicht hinbekommen. Musst du auf den Schalter drücken. Wow. Ne, Generatoren, was macht das? Strom. Ja. Richtig. Achtung, könnte ein Hund ja draußen sein. Ein Vogel. Vielleicht, wo denn? Ne, oben. Ne, jetzt gerade noch nicht. Nicht? Jetzt, da, ich habe ihn jetzt erst geweckt. Und bumm! Ohne dass er mich getroffen hat. Sehr schön. So. Ah, ich weiß, wo der zweite Generator ist, ich Idiot. Hier unten im Wohnwagen. LKW-Anhänger. Da möchte ich auch, dass einer von euch reingeht. Da ist gleich eine Überraschung drin. Kommt mal runter. Hier runter oder was? Naja. Dann geht mal in das Ding rein und dann guckt mal, da ist gleich eine Überraschung. Geh mal näher ran, an den mittleren Kartons. Da müsst ihr aufwachen. Hallo? Hä? Ich hätte aus den mittleren Kartons rauskommen müssen, na egal. Aua, wer? Au, 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 au. Sagt doch einer da hinter mir, dass da was ist. Das war jetzt ungeschickt. Ihr müsst ihr mal gerade kurz killen. Ich
habe hier gerade ein Problemchen. Muss mich also darum kümmern. Gut. Also als ich hier war, ist der aus den Kartons rausgekommen. Ja, der hat sich halt im Karton versteckt. Also nicht im Karton, sondern neben den Karton versteckt. Au, aber trotzdem, wo ist jetzt der Generator? Oder zählt das Nebenhaus dazu? Das hat das wehgetan. Das Nebenhaus zählt dazu. Hast du Verbandkasten? Verbände, Erste-Hilfe-Verband. Ja, Verbände, genau, da nehme ich mal einen, richtig. Gute Idee. Stimmt, könnte ich auch mal, fällt mir gerade ein. Ich habe ja auch so ein bisschen. Oh, nicht aufgepasst, ey. Ach, das Haus daneben zählt auch. Das Haus daneben habe ich nämlich nicht gelootet, weil hier eine Hunde ist. Wollte ich mich nicht trauen, aber jetzt müssen wir in das Haus daneben. Wie kommst du jetzt hier rein? Vorne wahrscheinlich. Wieder. Hatte ich den Tag, wie gesagt, mich nicht getraut. Weil hinten eine Hunde war. Dann gehören die zusammen, die Häuser. Ja. Aber wie kommst du hier rein? Ich hatte mich durchs Fenster geschlagen. Also ich hätte. Obwohl dahinter sind noch Eisengitter auch noch. Nee. Hä? Nee, ist doch nicht der Weg. Ich dachte gerade so. Hä, wie willst du denn da reinkommen? Naja, ich weiß. Hier oben hin, auf den LKW wieder und dann über den Zaun. Oh, das macht so. Echt? Wow. Das macht Sinn. Achso, ich hab den Vogel eben nicht abgebaut vorhin, ne? Stimmt. Macht Ton jetzt gerade. Ah. Echt? Und dann darüber? Ist aber nicht der normale Weg, man kann sich darüber stacken. Ah nee, Quatsch.